YouTube Nation. Aber das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Willkommen zur weiteren Folge Let's Mod GTA 5. Ist schon wieder ein paar Wochen bis Mod her seit dem letzten Video, aber ihr kennt es ja. Ein paar Videos, ein paar Monate Pause. Die Unregelmäßigkeit ist Standard, aber diesmal habe ich die Crisis Mod und ich würde sagen, legen wir einfach mal los. Wow, da hat er echt gut geschauspielert. So, wir starten wieder ganz oben auf dem Hochhaus, wie immer natürlich. Natürlich startest du da wieder. Ich meine, du bist zu voll, einen neuen Spot zu suchen. Und ich habe schon direkt den Anzug angezogen und es gibt zwei verschiedene Einstellungen hier in der Mod. Es gibt die ganzen Features aus dem ersten Teil und aus dem zweiten Teil. Der Unterschied ist mir nicht bewusst, aber wir werden es herausfinden. Also auf jeden Fall die Anzeige unten rechts, die kennt man aus Crisis, wenn man es mal gespielt hat. Und was ich jetzt machen kann, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist das Skin ganz nice. Und mal schauen, ich springe einfach mal runter. Ich meine, ich muss mal erstmal runterspringen, mal gucken. Wenn er das überlebt, dann... erster Test bestanden, würde ich sagen. Okay, das Menü öffnet mit D. Habe ich gerade im Fall gemerkt. So, was haben wir denn? Ah, nice, wir können das sogar echt cool auswählen. Das ist eigentlich nicht schlecht, nicht schlecht. Wow, ist das laut. Es ist ein bisschen laut. Ich muss es vielleicht mal... Ich drehe mal den Sound runter. Mir fliegen gerade die Ohren um die Ohren. Wow. Okay, noch ein bisschen, das ist... What the fuck? Habt ihr von meinen... Oh. Ihr seht mich nicht. Ich bin hier gar nicht. Ganz, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, Junge. Wie bastet? Was? Ey, die haben mich nicht gesehen. Lächerlich. Okay, ich habe mal das Ding aus dem zweiten Teil aktiviert. Die anderen Fähigkeiten. Jetzt ist das Ding unten rechts auch anders. Das Ding ist immer noch laut. Oh. Aber ich habe den... ich habe im Grunde den Hulk-Smash. Also, der Boden sieht ja aus, als wäre da Glas zersprungen. Wow, diese ganzen Geräusche, die sind... Meine Ohren explodieren. Ah, ey, lass mich kurz auf mein Handy gucken. Hier ist irgendwas falsch, ne? Warte, 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 warte. Ich rufe mal meinen Buddy an. Der kommt gleich hier rüber. Ich habe keine Kontakte. Scheiße, er hat keine Freunde. Das ist ja blöd. Schau mal ab. Hm, lass mal die Cam ausmachen. Die ist irgendwie gerade komplett unnötig. Keine Sorge, ich komme wieder. Ich besorge mir Freunde. Oder auch nicht. Bitch. What the fuck? Low energy. Nix gut, nix gut. Ich bin unsichtbar. Ich bin gar nicht hier. Weg hier. Okay, hauen wir mal von der Polizei ab. Irgendwie ist das hier nervig mit denen. Oder ich warte, ich probiere mal. Ich glaube, ich kann die... ich wollte mit... ausgetrickst. Das erwartest du nicht vom Typen, der gepanzert ist, wa? Unerwartete Wendung für die Spackos. So, die nächste unerwartete Wendung. Oh. Wow, das war schon die Kamera. So, warte. Ich will jetzt probieren, ob ich den Typen... Komm mal her. Alter, ich pack dem einfach. Das ist aber kein angenehmer Griff, ne? Ja, willst du sehen, was mit ihm passiert? Hör, wenn du auf mich weiter schießt? Willst du sehen? Willst du sehen? Es passiert mit nichts, aber. Ey, komm mal her. Okay, was macht der? Okay, ja, okay, okay, okay. Wow! Oh, hat ihn einfach auf den Boden geworfen. Unmöglich. Komm jetzt. Mach da irgendwas Cooles mit dem, anstatt ihn so. Der lebt ja noch. Wie kann man einen greifen am Hals und den werfen und ihn nicht dabei töten? Das geht doch nicht. Vielleicht kann ich ihn ja mit ihm schlagen. Warte mal. Ja, gut. Oh. Mein Leben ist kritisch. Ich glaube, da hau ich mal ein bisschen ab. Ey. 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 Ey, komm her. Oh. Sau. Ey. Psst. Willst du ist ein Power? Willst du ein Power-Armor? Willst du sowas wie ich hier? Na? Bock? Ey, wohin mit dir? Ich hab keinen Bock auf das Ding. Ey, die wollen doch nicht so einen Anzug. Wollen die nicht so einen Anzug haben wie ich? Ich meine, ey, psst. Willst du? Jetzt fahr nicht weg, fahr nicht weg. Bleib mal hier. Bleib hier. Ich verfolge den jetzt erstmal. So, ey. Ich möchte mit ihnen reden, Sir. Ey, wohin mit dir? Komm. Er kann fast so davon rennen von der. Okay, dann rede ich mit dem Herren. Mister. Wollen Sie etwas Armor haben? Ey. Die sind echt unfreundlich. So, muss man den erstmal in den Kopf schießen oder was? Wahrscheinlich, ne? Ja, ne, brauchst du nicht. So, warte. Jetzt gib mir erstmal dein Auto, ne? Und dann reden wir eine Runde.
Ich fahre es kurz erstmal zur Seite, ne, und dann können wir eine gute, kurze Unterhaltung tätigen. So, hast du jetzt Bock, es zu kaufen? Ne? Mein, ich habe ein ziemlich gutes Angebot gerade in der Hand, nämlich dein Leben. Das kriegst du nämlich, wenn du es kaufst. Ne, er will nicht, er will nicht. Er hängt wie ein Lappen an meiner Hand. Irgendwie ist er nicht beeindruckt von meinen Verhandlungstaktiken. Ich glaube, dem müssen wir erstmal einen Kreis drehen. Okay, ich drück nix, aber dreht sich weiter. So. Ey, was ist. Oh, ach, fick dich da weg. Du bist echt nervig, ey. Du bist der beschissenste Kunde von allen. Kann ich noch schlagen? Hoffen wir nicht. Ah, ich merke, ich habe ein Binokular. Interessant. Was kann ich denn hiermit machen? Kann ich damit Feinde spotten? Was haben wir da? Was kommt da auf uns zu? Ah, diese Typen. Die kenne ich doch irgendwoher. Ah, markiert. Markiert. Jetzt weiß ich ganz genau, wo die sind. Hätte ich sie nicht markiert, wüsste ich nicht, wo sie sind. Habt ihr Interesse an meinen... Nein, 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 ich habe kein... Ich dachte, die wollten meine Geräte kaufen, meine Produkte, meine Dienste, aber sie haben mich ausgetrickst. Verdammt! Oh, es ist eine finstere Zeit hier in Los Santos. Das Wetter ist schlecht, keiner will meine Produkte kaufen. Was ist hier nur los? Biete ich ihnen nicht gute Power an? Ich meine, guckt euch diesen Anzug an. Ist der nicht wundervoll? Und diese Maske, diese Skimaske, die er trägt, ist sie nicht wundervoll? Wie kann man die denn ablehnen? Ich muss mehr Kunden anwerben. Ich muss die Touristen von Los Santos direkt terrorisieren mit dem Anzug hier. Verdammt, die hauen von mir ab. Aber ich will doch nur gute Güter verkaufen. Kommt da zurück! Verdammte Scheiße. Und ich habe jetzt auch gerade gemerkt, ich spiele es die ganze Zeit falsch. Ich meine, in Crysis spielt man First-Person-Mode die ganze Zeit. Und ich habe vergessen, dass es den gibt in GTA. Mann, ich habe alles falsch gemacht von Anfang an, aber ich sehe meine Fäuste nicht. Was machen die überhaupt gerade? Ach, meine Faust. Wo ist meine rechte Faust? Ich sehe sie nicht. Ich habe meine rechte Hand verloren, Leute. Mein Kopf ist auch nicht da. Was ist denn mal los? So, am Strand angekommen. Habe ich erstmal meine Waffe aufgepackt. Und ich habe auch gerade gemerkt, man kann C drücken und dann kann man hier ganz nice seinen ganzen Aufsatz ändern. Voll geil. Voll geil. Oh boy. Guckt euch das an. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie man nochmal noch viel besser zoomt. Da gab es eine Taste, ich habe es vergessen. Es gab eine Taste. Wie war die Taste? Wie war die Taste nochmal? Wow, Instant Headshot. Ich brauche keine Taste. Doch. Oh, okay. Mausrad nach vorne. Okay, okay, okay. Oh, nice. Zack. Zack, zack, zack. Na, endlich mal... mache ich richtigen Crysis-Shit. Leuten in den Kopf schießen. Aber natürlich will ich auch Leuten einen Peil verpassen. So, wer will Stress, hä? Einer hier? Boah, diese Sprünge. Die Kamera. Sehe nichts, aber okay. Wo seid ihr? Ah, da läuft einer weg. Na? Alles fett im Rücken. Und im Kopf. Kommt her! Also ich will die mit... Warte, ich treffe die jetzt nochmal schön mit dem Schlag auf den Boden. Boah, voll weggehauen. Aber ich hab's nicht gesehen, weil die Kamera... komisch war. Egal. So, machen wir ein bisschen Stress mit der Polizei wieder, ey. Aber auf First Person komme ich einfach gar nicht klar. Das ist echt... Ich komme einfach... Ich verliere die Orientierung, ey. Okay. Smashen wir die in die Fresse und... Haha, unsichtbar. Das ist der andere. Hey, was geht? Holy shit, ey, diese Sounds sind so am Arsch, ne? Ey, es sind die Original-Sounds, immerhin, ne? Nehmen wir nochmal... Welchen Modus? Den Armor-Modus. Nein, das habe ich doch perfekt getroffen! Ey, jetzt bin ich so hart enttäuscht. So, ich hau ab aus der Stadt. Draufgeschissen, die wollen ja nichts von mir haben. Keine guten Anzüge mit super Special Power oder irgendwie cool geilen Stress. Alter, meine Beine hingen aus dem Auto raus. Okay, ab hier und ab. Es ist ich und der Anzug. Ich bleib hier einfach eine Stunde stehen, dann wissen die nicht mehr, wo ich bin. Psch, die wissen gar nicht, wo ich bin. Aha, es hat funktioniert. Sie sind abgehauen. Diese verdammten Idioten, haha.
So, mit diesem schönen Sonnenuntergang beende ich ein Part an der Stelle. Die Mods findet ihr wie immer in der Beschreibung. Folgt mir auf Twitter, Facebook, den ganzen Bums. Ne, folgt ihm lieber nicht. Der postet eh nur die Videos, die er auf YouTube hochlädt. Für alles andere ist er zu faul. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. PS, es war eine relativ unspektakuläre Mod, aber wenn ihr mehr von diesen Comment- und Comment-Clips sehen wollt, wie diese hier gerade eben, dann liked, kommentiert unter dem Video und subscribt und so weiter. Und ich sag danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.